Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch endlich mal unseren horizontalen Entsafter, den Omega Juicer 8226, vorstellen. Ich habe vorher 2,5 Jahre mit dem Solostar 3 entsaftet. Das war auch ein horizontaler Entsafter, mit dem war ich auch soweit zufrieden. Der hat alles entsaftet, was ich gerne entsaften wollte. Wildkräuter, Kulturgräser, Obst, Gemüse, Sprossen, grünes Blattgemüse, aber er hatte eben einen großen Nachteil, und zwar war die Saftausbeute nicht so hoch. Also der Trester, der war noch relativ feucht, und in den Bewertungen für diesen Entsafter war das auch immer so ein großer Kritikpunkt. Und letztes Jahr im Oktober haben wir unseren lieben Freund Henry auf Sardinien besucht, und er hatte sich kurz vorher diesen Omega-Juicer bestellt, und ich hatte dann 2 Wochen Zeit, diesen Entsafter zu testen, und habe auch sofort festgestellt, dass der Trester viel trockener ist, also dass demzufolge auch die Saftausbeute viel höher ist. Und dann habe ich mich eigentlich sofort dann für diesen Entsafter entschieden, und seit Oktober nutze ich diesen Entsafter und kann damit wirklich auch Wildkräuter entsaften, Kulturgräser, Sprossen, grünes Blattgemüse, Obst, Gemüse, das geht wirklich alles wunderbar. Und ich habe jetzt in diesem Video auch ein paar Videosequenzen für euch, indem ich zeige, welche Säfte ich zum Beispiel mit diesem Omega Juicer entsafte. Und man kann mit diesem Entsafter nicht nur Säfte herstellen, sondern auch Pürees oder Mousse aus Trockenfrüchten. Das zeigen wir euch auch in diesem Video. Oder man kann Eis mit diesem Entsafter herstellen. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, was man alles mit diesem Entsafter machen kann. Das ist also nicht einfach nur ein reiner Entsafter, und das schätze ich auch sehr an diesem Gerät. Ein Merkmal der Slow Juicer ist ja, dass sie mit relativ wenigen Umdrehungen pro Minute das Entsaftungsgut entsaften. Der Omega Juicer arbeitet mit 80 Umdrehungen pro Minute. Das heißt, es gibt auch eine geringe Sauerstoffeinwirkung beim Entsaften. Der Omega Juicer ist auch relativ einfach zu reinigen. Also es gibt ja auch eine Reinigungsbürste dazu. Und in weniger als 2 Minuten habe ich diese ganzen Teile gereinigt. Also ich persönlich empfinde es als leicht und schnell und einfach. Die Teile des Entsafters dürfen nicht in den Geschirrspüler gereinigt werden, aber ich glaube, das ist bei allen Teilen eines Entsafters so, wenn ich mich nicht irre. Und was man bei dem Omega Juicer sagen muss, man kann den nur 30 Minuten benutzen, dann muss er erstmal abkühlen. Eine halbe Stunde oder eine Stunde, dann kann man ihn, oder eine halbe Stunde, dann kann man ihn wieder verwenden. Aber ich muss sagen, es war vielleicht jetzt 1-2 Mal die Situation in den letzten 6 Monaten, dass wir dann wirklich mal warten mussten, vor allem wenn hier mehrere Leute sind. Wir haben ja manchmal nach unseren Potlucks Besuche, oder wenn der Henry ist und wir fasten zusammen, dann muss man manchmal schon schauen, dass man das Gerät dann ein bisschen abkühlen lässt, wenn so viele Leute dann einfach einen Saft pressen wollen. Aber normalerweise so ein 1-, 2-, 3-, 4-Personen-Haushalt, und wenn man nicht literweise Saft am Tag trinkt, das ist auf alle Fälle ein richtig guter Entsafter. Auf den Omega Juicer gibt es 5 Jahre Garantie, er wiegt ca. 6 Kilo und die Maße sind, das habe ich mir mal aufgeschrieben, die Breite 40 cm, die Tiefe 19 cm und die Höhe 32 cm. Und bevor ich euch die einzelnen Videosequenzen zeige, was man alles mit diesem, oder was wir oder ich alles mit diesem Entsafter entsafte, möchte ich euch noch zeigen, was alles zum Zubehör dazugehört, was alles mit dem Omega Juicer geliefert wird. Der Lieferumfang enthält den Omega Juicer mit Pressschnecke. Dazu gibt es den Siebeinsatz, mit dem man eben Säfte pressen kann. Dann gibt es noch einen Püriereinsatz. Damit kann man eben Trockenfrüchte zu Mousse verarbeiten oder auch gekeimte Sprossen, zum Beispiel aus Linsen oder Getreide, kann man da so eine Art Teig daraus machen, wenn man es dann mit dem Püriereinsatz durch diesen Entsafter gibt. Dann gibt es natürlich einen Stopfer dazu, damit man das Entsaftungsgut durch diese schmale Röhre stopfen kann. Dann natürlich einen Saftbehälter, der den Saft auffängt, einen Tresterbehälter, der den Trester auffängt. Dann gibt es so verschiedene kleine Aufsätze, Spaghetti- und Pürieraufsätze, die verwenden wir aber eher selten. Dann gibt es, wie erwähnt, schon die Reinigungsbürste. Dann gibt es auch ein Schaumsieb, das bei uns aber gerade abhanden gekommen. Und natürlich eine Bedienungsanleitung für dieses Gerät. So, und jetzt zeige ich euch aber endlich, welche Säfte ich mit diesem Omega Juicer presse und was wir sonst noch mit diesem Entsafter anstellen. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie gut der Omega Juicer selbstgezogenes Gras züchten kann. Das ist Weizen- und Dinkelgras. Der Omega Juicer schafft es auch, dieses Gras, wenn man das ganz hier oben in diese Füllöffnung hineingibt. Aber es kann allerdings ab und zu passieren, dass sich das Gras dann einfach um diese Schnecke wickelt
und das dann auch ein bisschen blockiert. Das passiert nicht so oft, aber es kann passieren. Deswegen schneide ich erstmal mit einer Schere das Gras kleiner. Saftausbeute. Ich habe den Omega-Juicer auch mal mit meinem vorherigen Safter verglichen und habe mit beiden Entsaftern, das war der Solustar 3, Gras gepresst, Weizengras, und ich konnte eindeutig sehen, dass der Omega-Juicer eine größere Saftausbeute hat als die Solustar 3. Und wenn ich jetzt hier den Trester anfasse, dann ist der wirklich recht trocken. Also wenn ich da jetzt hier drücke, da ist nur noch ganz wenig Flüssigkeit drin, und das war bei dem Solustar 3 eben noch ein bisschen anders. Da war doch mehr Flüssigkeit im Trester enthalten. Übrigens kann man Camu, Dinke oder Weizengrassaft nicht nur trinken, sondern auch für einen Einlauf verwenden. Dazu mache ich definitiv in nächster Zeit auch nochmal ein Video. Als nächstes presst mein Sohn Silas sich einen Apfel-Sonnenblumenkerngrünsaft. Er sucht sich dann meistens auch einen Apfel aus und erntet unsere selbstgezogene Sonnenblumenkerngrün, so 10 bis 12 Pflänzchen, und dann presst er sich diesen Saft auch alleine mit dem Omega-Juicer. Als nächstes zeige ich euch wieder die Ausbeute des Saftes. Was man aber hier machen muss, gerade wenn man Äpfel entsaftet, dass man diesen Saft nochmal siebt. Und gerade jetzt im März sind die Äpfel, das sind ja alles Lageräpfel, die wir verwenden, die sind da schon recht mehlig. Und das merkt man dann auch beim Entsaften. Also richtig frische, knackige Äpfel dann im Herbst oder im Sommer oder im Spätsommer, bei denen ist es dann kein Problem, die kann man dann ganz gut pressen. Dann bleibt dann sowas wie so eine Art Apfelmus hier im Sieb. Das zeige ich euch auch gleich mal. Also hier, das ist so dann der Restbestand. Und das ist jetzt hier die Ausbeute des Apfel-Sonnenblumenkerngrünsaft. Als nächstes presse ich einen Saft mit Wurzelgemüse, und zwar Rote Beete und Möhren. Dazu kommt noch ein kleines Stück Ingwer und Orangen. Und da der Omega-Juicer eine kleine Öffnung für dieses Entsaftungsgut noch hat, werde ich jetzt die Möhren, die Rote Beete und die Orangen schälen und in passende Stücke schneiden. Alles ist jetzt klein geschnitten und los geht's.
So, beide Behälter sind voll. Ich werde jetzt den Trester erstmal umschütten und den Saft dann auch. Ich trinke meine Säfte mal gern aus so einem 1-Liter-Glas. Und ja, der Nachteil bei dem Omega-Juicer im Gegensatz zu meinem vorherigen Entsafter, den Solostar 3, ist es eben, dass man den Saft sieben muss. Also die Saftausbeute ist bei dem Omega-Juicer auf alle Fälle besser als beim Solostar 3, aber man muss die Säfte eben sieben, weil dann immer noch ein paar Rückstände sind. Ich habe wirklich das Gefühl, da wo eine gute Saftausbeute ist, bleiben ein bisschen mehr Rückstände im Saft und die Entsafter, die eben keine so gute Saftausbeute haben, so wie der Solostar 3, machen aber doch recht feinen Saft. Wenn ich faste, nehme ich einen Nussmilchbeutel, um wirklich alle Pflanzenteile aus dem Saft zu entfernen, weil da ist es ja auch wichtig, keine Pflanzenfasern im Saft zu haben, um die Darmtätigkeit während des Fastens nicht anzuregen. Also vielleicht seht ihr es ja hier, da sind noch ein paar Rückstände jetzt hier im Sieb. Manchmal läuft der Saft noch nach, das kann man dann noch ein bisschen austropfen lassen sozusagen. Jetzt schütte ich den Saft wieder um. Also hier in dieses Glas passt 1 Liter Saft. Ich habe jetzt etwas über 1 Liter Saft gepresst. Wir schauen mal, wie der Trester aussieht. Also auch der Trester ist relativ trocken. Oft verwende ich den Trester auch weiter, dann entsafte ich die Orange allerdings erst zum Schluss und verwende nur Möhren- und Rote-Bete-Trester für Leinsamen-Cracker. Da gibt es auch schon ein Video hier auf meinem Kanal, das verlinke ich euch schon mal oben rechts in den Infokarten. Am liebsten trinke ich meine Säfte in diesem 1-Liter-Glas und natürlich auch gern mit Glasstrohhalm. Ihr findet Link zu diesen Gläsern und zum Glasstrohhalm unten in der Infobox. Als nächstes möchte ich mit dem Omega-Juicer eine Zitrone pressen für Zitronenwasser und ich verwende auch immer die Schale mit, dann ist das Zitronenwasser am aromatischsten. Wichtig hierbei ist, dass man wirklich eine unbehandelte Zitrone verwendet, eine Bio-Zitrone. Ich werde die Zitrone jetzt in kleine Stücke schneiden. Vor dem Zerschneiden habe ich die Bio-Zitrone nochmal ordentlich mit Wasser abgewaschen. So, jetzt geht's ans Entsaften. Man braucht auch gar keinen Stößel dazu, wenn es klein genug ist. Doch jetzt. Der Trester ist auch recht trocken. Jetzt hier dieser Trester. Wie schon erwähnt, möchte ich ja diese gepresste Zitrone als Zitronenwasser verwenden und ich nehme immer dafür gefiltertes Wasser. Momentan nehme ich destilliertes Wasser und dann gebe ich das jetzt einfach nochmal hier ein bisschen durch den Entsafter, dass das so nachspült, damit ich auch alles mitnehmen kann. Also wie gesagt, diesen Saft möchte ich sowieso mit Wasser verdünnen, da bietet sich das an. Lasse ich einfach jetzt hier das Wasser durchlaufen. Das sind ca. 700 bis 800 Milliliter Wasser. Wenn man so einen Saft zum Fasten verwenden möchte, empfiehlt es sich wieder, diesen Saft durch ein Sieb zu geben oder gar durch einen Nussmilchbeutel. Wer nicht fastet und das einfach so als Vormittags- oder Frühstückssaft trinken möchte oder als Frühstückswasser, der kann dann auch die kleinen Teilchen, die da durch den Entsafter trotzdem noch mit im Wasser oder im Saft enthalten sind, einfach mittrinken. Wenn ich das Zitronenwasser durch einen Sieb gebe, bleibt noch ungefähr so viel an Pflanzenfasern oder Resten übrig.
als nächstes möchte ich mit dem Omega-Chooser einen Wildkräutersaft pressen. Ich habe hier Vogelmeere und Giersch. Dazu gibt es ein bisschen Stangensellerie und Gurke. Ich werde jetzt erstmal die Gurke und den Stangensellerie vorbereiten und in kleinere Stücke schneiden. Gurke und Stangensellerie sind jetzt klein geschnitten und es kann an das Entsaften gehen. Der Trester auch hier ist recht trocken. Bei meinem vorherigen Safter, dem Solostar 3, da war der Gurkentrester noch recht feucht. Also Obst oder auch Gurke ist noch recht feucht gewesen. Und hier, das macht wirklich einen guten Eindruck, die Saftausbeute ist wirklich recht hoch. Das ist jetzt hier der grüne Saft. Gurke, Stangensellerie, Giersch und Vogelmeere. Diesen herrlichen grünen Wildkräutersaft lasse ich mir jetzt schmecken. Als nächstes entsafte ich mit euch einen grünen Saft, der besteht aus Giersch, Süßgras, also wildem Süßgras, Wiesengras und Gurke. Also der Omega-Chooser, der schafft es nicht, dieses Süßgras alleine zu entsaften. Da kommt er mächtig ins Schwitzen und ächzt. Also er braucht immer noch ein bisschen Wasserhaltiges, wie zum Beispiel die Gurke. Bei diesem Giersch geht es schon wieder, weil die Stängel doch sehr saftig sind. Und deswegen habe ich mir die Kombination überlegt mit der Gurke. Also diese Dreierkombination Giersch, Süßgras und Gurke ist sehr schmackhaft und wirklich sehr belebender grüner Saft. Ich schneide das Gras noch ein bisschen auseinander, damit sich das nicht so zu sehr um diese Pressschnecke windet.
Jetzt war zwischendurch der Akku leer von meiner Kamera und ich habe das nicht mitbekommen. Das heißt, es fehlt ein Stück der eigentlichen Aufnahme. Ich hatte jetzt eben diesen Saft gepresst, komplett aus dem Girsch und dem Wiesengras und der Gurke, was ihr gesehen habt. Und habe das Ganze nochmal jetzt gesiebt. Da sind nicht mehr viele Rückstände. Das ist jetzt, sieht jetzt so aus. Und habe das nochmal reichlich mit gereinigtem Wasser verdünnt. Die Hälfte war Saft und die Hälfte ist jetzt noch Wasser. Und das hier ist der Trester. Also der Trester von dem Wildgras und diesem Girsch ist sehr trocken. Und hier ist auch noch ein bisschen Gurke dabei. Das ist schon ein bisschen feuchter, aber es ist viel trockener, als wie ich das von meinem alten Entsafter, der Solustar 3, gewöhnt war. Also ich bin zumindest mit dem Entsaftungsergebnis, was ich euch jetzt hier so vorgestellt habe, sehr zufrieden und vor allem auch mit dem Wiesengras. Also Kulturgras lässt sich noch ein bisschen besser entsaften, das hat noch mehr Feuchtigkeit. Also hier habe ich so das Gefühl, das kann man auch allein durchgeben. Das Wildgras, da gebe ich halt einfach eine Gurke dazu, aber das ist für mich auch in Ordnung. Also dann trinke ich eben einen Gurken-Wildgras-Girschsaft und den lasse ich mir jetzt schmecken. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie man mit dem Omega-Juicer Trockenfrüchte, Datteln und Rosinen durchpressen kann. Dass so eine Art Fruchtpüree, so ein Fruchtmus entsteht. Früher, wenn ich jetzt so klein pürierte Datteln gebraucht habe, habe ich das dann einfach mit einem Personal Blender mühevoll gemacht, ganz klein geschnitten, immer wieder versucht zu mixen, das vom Rand abgekratzt, immer wieder gemixt, aber das hat nicht so gut funktioniert. Manchmal stelle ich ja auch Dattelpüree her, dann lasse ich einfach Datteln einweichen, ein paar Stunden in Wasser, ein wenig Wasser, mix das Ganze dann. Aber wenn ich jetzt wirklich eine feste Dattelmasse brauche, kein Dattelpüree, dann kann man das wunderbar mit diesem Entsafter machen. Und dafür wechsle ich einfach dieses Teil hier, das ist ja dieses Teil, mit was man gut entsaften kann. Da seht ihr auch vorne dieses Sieb. Und es gibt eben auch so einen Einsatz ohne Sieb. Das baue ich gerade zusammen. Steckt das hier ran. Und dann kann es eigentlich losgehen. Der Silas wird jetzt zeigen, wie wir aus Datteln und Rosinen ein Mousse machen. Los geht's. So, jetzt haben wir erstmal das Dattelmus. Silas, weißt du noch, was ihr immer dazu gesagt habt am Anfang? Wenn ich die Datteln durchgelassen habe? Weißt du das noch? Was denn? Marzipan. Genau, ihr habt immer Marzipan dazu gesagt. Der hat nämlich so die Konsistenz, ein bisschen so von weichem Marzipan. Ich zeige euch das mal hier. So sieht es dann aus. Richtig schön weiches Dattelmus. Damit stellen wir unglaublich gern Schokofruhkugeln her. Das wollen wir jetzt auch gleich wieder machen. Einfach mit Mandeln, Kakao und Vanille und Zimt. Und da kommen noch Kakaonips dazu und getrocknete und gekeimte Buchweizensprossen. Das mögen die Jungs sehr, sehr, sehr gern. Und Silas macht jetzt die Rosinen. Wir wollen das extra machen, weil Silas mag nicht so gern Rosinen in den Schokofruhbällchen. Auch nur zwei verschiedene Sorten, weil der große Bruder, der Simon, der mag das sehr gern. Jetzt kommt mal ein bisschen Dattelmasse raus. Und so sieht das Rosinenmus dann aus. Das kann man auch mit getrockneten Aprikosen machen, mit getrockneten Feigen, mit allen möglichen Trockenfrüchten. Kann man sich so ein Mus herstellen.
Die Schokofrohbällchen sind jetzt fertig. Das ist eine Mischung aus Mandeln, Walnüssen, Haselnüsse. Wir hatten noch so ein paar restliche Walnüsse und Mandeln, die haben wir da jetzt mit reingepackt. Dann Karob ist dabei, also der karamellige Karob von Pure Raw. Dann Kakaopulver, ein bisschen Vanille, ein bisschen Zimt, Datteln und diese getrockneten Buchweizensprossen. Und diese Sorte ist aus dem ähnlichen Grundteig, da ist auch noch ein bisschen Sonnenkarob dabei, da schmeckt er eher so fruchtig süß. Und dann sind diese Bällchen vorrangig mit diesem Rosinenmus gesüßt und nur mit ein bisschen Datteln. Genau, und jetzt mache ich noch eine besondere Leckerei für meine Jungs, und zwar Eis. Also man kann mit diesem Omega-Juicer auch Eis herstellen aus gefrorenen Früchten. Und ich habe jetzt hier Bananen und Himbeeren. Ist immer gut, wenn man das schon ein bisschen antauen lässt. Also ich habe diese Banane im Ganzen eingefroren, nehme sie dann raus, schneide sie in Scheiben und lasse das ein bisschen antauen. 10 Minuten hier die Himbeeren habe ich jetzt auch schon mal rausgelegt. Das ist gut, wenn das alles schon mal ein bisschen angetaut ist, damit der Mega-Juicer nicht so viel zu arbeiten hat. Von der Dattelmus-Herstellung ist jetzt hier noch ein bisschen Dattelmus. Es kann sein, dass jetzt auch am Anfang erst mal ein bisschen Dattel herauskommt. Dazu. Die kann man dann einfach hier vorne so aufstecken und da kriegt man zum Beispiel so eine kleinere Eiswurst, sage ich mal. Meine Jungs mögen es am liebsten so, wenn das so ein bisschen größer ist und dann so hohl in der Mitte, wie ein großer hohler Stängel. Fertig ist jetzt das Eis. Man könnte das jetzt natürlich noch alles schön anrichten und mit Kakaonips und Kokosraspeln bestreuen und eine Schokoglasur machen aus Kokosöl, also aus flüssigem Kokosöl und Karob. Weil meine Jungs mögen es meistens ganz schlicht. Die wollen gar nicht so viel drauf, die wollen einfach nur das Eis essen. Und sie mögen auch nicht so viel Deko, wie das sonst üblicherweise ja so gang und gäbe ist, wenn man so ein Rezept macht, dass man auch noch ein bisschen was fürs Auge mit dazu gibt. Aber das mögen sie alles nicht. Sie mögen es eher schlicht. Ich wollte euch in diesem Video einfach auch nur zeigen, dass es eine geniale Möglichkeit ist, mit dem Omega-Juicer Eis herzustellen. Also nicht nur gesunde Säfte, sondern auch Eis und Fruchtmuse. Und da kann man richtig schön kreativ werden mit den Farben. Man kann auch zum Beispiel Kiwi einfrieren und Mango einfrieren und kann dann ein schönes, so eine Art Regenbogeneis machen. Mit diesem Omega-Juicer stelle ich zum Beispiel auch Linsenköfte her. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Ich glaube, dann zeige ich auch, wie ich diese einzelnen Zutaten durch den Entsafter gebe. Also ich zeige es, glaube ich, ganz kurz. Könnt ihr euch gerne das Video anschauen. Es ist wirklich ein schmackhaftes Rezept. Man kann eben, wenn man diesen Püree-Einsatz verwendet, auch Teige machen für Bratlinge oder für diese Köfte. Und dann kann man zum Beispiel gekeimte Linsensprossen, da waren noch eingeweichte getrocknete Tomaten dabei, Champignons, Zwiebeln, Knoblauch, sowas gebe ich dann eben mit diesem Püree-Einsatz durch den Entsafter und habe dann so eine Art Teig und gebe dann die trockenen Zutaten einfach dazu und es funktioniert wirklich wunderbar. Dann habe ich auch noch mit diesem Entsafter meine rohveganen Lebkuchen hergestellt, also zur Weihnachtszeit ist das vor allem fantastisch. Die rohveganen Lebkuchen bestehen nur aus ganz wenigen Zutaten, Roggensprossen, Datteln, Kakao, Lebkuchengewürz und Kokosmehl. Ich verlinke euch das Rezept mal unten in der Infobox, vielleicht auch als Artikel oder als Video. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Das ist ja jetzt für die viele gar nicht so relevant, die Weihnachtszeit. Die ist ja noch ein bisschen hin, aber es ist wirklich wunderbar. Man kann Getreidesprossen durch diesen Entsafter geben und bekommt dann so einen Teig. Also man kann zum Beispiel auch Roggenkeim, Kamutkeim, Weizenkeim, Ankeim durch den Entsafter geben und dann mit Kräutern noch mischen, mit ein bisschen Salzsole, mit anderen Gewürzen kann sich dann so Fladenbrote dürren oder in der Sonne. Jetzt ist ja bald wieder Sommer, da kann man auch in der Sonne
Fladenbrote dörren. Also es ist wirklich eine gute Möglichkeit und wir sind wirklich sehr zufrieden damit. So, das war es erstmal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen dafür nach oben geben. Welchen Entsafter verwendet ihr? Verwendet ihr auch einen Slow Chooser, einen vertikalen oder horizontalen Slow Chooser? Verwendet ihr sogar schon den Omega Chooser? Lasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis bald, eure Silke.